Was ist das Nationalgericht von Marokko? Ich wette, dass es Couscous ist. Und ihr? Couscous besteht aus Weizengrieß und wird oft mit Fleisch und Gemüse gegessen. Diese Gewürze dürfen häufig nicht fehlen. Und definitiv ist Couscous eines der beliebtesten marokkanischen Gerichte. Es ist nicht das Nationalgericht? Wette verloren. Marokkos Nationalgericht ist ein traditioneller Eintopf und es gibt viele Variationen. Mit Fleisch, Fisch, Gemüse oder sogar Obst. Es nennt sich Tahin. Habe ich das richtig ausgesprochen? Das Besondere, Tahin bezeichnet nicht nur das Gericht, sondern auch die Art der Zubereitung. Der Eintopf wird in einem spitz zulaufenden Tontopf geschmort. Heißt eben auch Tahin. In welches Land sollen wir als nächstes reisen?